Oh Gott, Leute, ich bin schon wieder ganz sauer auf. Stopp, was denn? Oh, wer hat sich gerade einfach nicht bewegt? Oh Gott. Gott, ich bin schon wieder sauer auf mich selbst, wollte ich sagen, weil ich immer wieder vergesse, diesen blöden Part auszumachen, weil ich immer denke, okay, Sie könnten es beenden. Sie haben sein Gesicht, aber sie kämpfen gegen seine Maschinen. Sie könnten das alles beenden. Das, ich habe vergessen, wie man liest, aber das war der Anfang. Was er versprochen hat und was sie mit uns gemacht haben. Wir brauchen den Himmel. Bringen Sie uns zurück zum Himmel. Jacob, was steht da drin? Es ist ein Logbuch der Crew. Manche von ihnen waren der Ansicht, dass die Reparatur des Signals zu lange dauerte. Sie hatten Angst, die Vorräte könnten ihnen ausgehen und sie würden wegen des Verfalls den Verstand verlieren. Mein Vater hat die Vorräte des Schiffes für sich und die Offiziere rationiert, damit sie nicht befallen werden. Alle anderen mussten die giftige Nahrung essen und konnten nur auf spätere medizinische Hilfe hoffen. Der Rest ist eine Liste der Toten. Einige wenige haben wegen der Entscheidung gemeutert. Mein Vater und die Offiziere haben die Max auf sie gehetzt. Er war keine Führungspersönlichkeit und das war sein Problem. Er konnte die Crew ohne Gewalt nicht mehr unter Kontrolle halten. Das war nicht das Ende. Es folgten weitere Vorfälle und drakonische Strafen. Als wären die Leute Vieh oder Spielzeug. Nach einem Jahr waren alle männlichen Crewmitglieder entweder verstoßen oder tot. Die Frauen wurden abgesondert und den Offizieren als Haustiere zugesprochen. Und nachdem der Sender repariert war, gab es auch unter den Offizieren Todesfälle. Nachdem. Mein Vater übernahm die Kontrolle und hat das Ganze nicht beendet. Haben Sie eine Erklärung dafür? Immerhin ist er Ihr Vater. Ist er das? Nichts von all dem passt zu ihm. Höchstens noch die anfängliche Entscheidung. Aber der Rest? Deutlicher kann Machtmissbrauch nicht mehr sein. Ich muss diesen Mann finden. Gut. Ich habe gerade nicht so gut zugehört und ich weiß jetzt gar nicht, worum es geht, aber es ist mir jetzt auch egal. Okay, was müssen wir denn jetzt machen? Ich guck mal schnell ins Tagebuch. Ja, so langsam habe ich keine Lust mehr, weil ich hier gerade eine fette Aufnahmesession habe. Meine Aufnahmesession, oh Gott, wie viel nehme ich schon auf? Ich glaube, das ist schon die 7. Folge oder so, die ich aufnehme. Und langsam bin ich ein bisschen ausgelutscht. Taylor konfrontieren. Konfrontieren Sie den amtierenden Captain Taylor. Ja. In seiner Behandlung der Crew und ergründen Sie die Verzögerung der Rettungsaktion. Gut, ist er da irgendwo? Achso, nee, von da kamen wir. Oh, bin ich ein Trottel. Da hinten wahrscheinlich. Was, PDA? Wo? Ach, da hinten. Ja, da geht's da weiter. Ja, okay. Dann, nee. Boah, ist das heftig. Was? Oh Gott. Meine Güte. Das war gerade doof. Ist ja genauso scheiße. Was denn? Oh! Komm schon, das ist voll das Doofe gerade irgendwie hier. Warte mal. So. Hey, was denn? Bam. Hier spricht Captain Ronald Taylor. Dem Himmel sei Dank, dass Sie hier sind. Meine Crew ist verrückt geworden. Ich bin gerade erst... Die alte Leiche wurde bewusst so aufgestellt, wie eine Warnung. Die neuen wurden da liegen gelassen, wo sie umgefallen sind.
Die Jäger haben angefangen zurückzuschlagen. Voll die vergammelten Leichen hier, ey. Bäh. Geht. Naja, okay. Die Tatsache, dass ich die Waffe zücken musste, gefällt mir schon mal nicht. Oh Gott, ich hab's auch gewusst. Leite Energieversorgung um. Ich hab sie. Das Wort Vorsicht ist mir fremd. Oh Gott, ich muss gerade mal Scheiße. Okay. Ich hab kaum ausgerechnet, bis war nicht Zeit, aber ich hab die umgeguckt. Sonst gucke ich halt immer vor dem Part so rechne aus, bis war nicht Zeit habe. Das habe ich mal ganz vergessen. Ja. So. Von links. Oh, da ist auch noch einer. Du bist... Boah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott! So, wiederhergestellt. Das sieht interessant aus. Ich hab sie! Ich, ja genau, da wo die gerade herkommen, wollte ich auch lang gehen. Wow! Alter, ist er weit geflogen. Und da kommt er. Leite Energieversorgung um. Vorsicht, Systemversagen. Ach komm, wisst ihr was? Ich nehme meine Knifte. Die ist leicht viel sicherer irgendwie so. Platz. Bam. Oder auch nicht. Feindliche Truppen haben angegriffen. Was willst du denn hier, ey? Bam, Headshot. Offline. Ich wusste, sie beschäftigt halten, sie ablenken, aber es wird immer gefährlicher. Zum Glück sind sie jetzt hier. Er hatte seinen Spaß und jetzt will er weg. Dreckskerl. Er hat seinen eigenen Vater gerade als Dreckskerl bezeichnet, ja? Das soll dem mir mal bieten lassen, ey. Spatz. Vorsicht. So muss es sein. Huch. Komm hier rüber. Oh Gott, ey. Leute, ich hab grad Angst. Ich hab nämlich... Oh gut. Seit meiner Aufnahme ist Hash nicht einmal gespeichert. Mal hier auf Horizon habe ich angefangen. Ach du Scheiße. Jetzt kackt sie ab wahrscheinlich. So, boom, und dann alles weg. Leute, einfach so würde ich mich umbringen. Dieses Ding ist nicht mein Vater. Okay. Wow! Oh, ich bin mich gerade erschrocken. Kam diese Schüsse aus dem Nichts. Müssen Sie aufhalten! Das wird ein harter Treffer! Was ist das für eine Kugel? Sie verstecken, sie töten! Aber ich werde sie aufhalten! Oh Gott, wieder so ein fettes Ding hier. Ich zünde sie an! Ah, R. STO, was? Ach Sto, was ist das? Was zum? Wow! Scheiße, sie ist zerbrochen. Nehmen wir die nächste Kiste. Den werde ich doch niemals los hier. Ups. Ah ja.
Nehmen wir mal die Fette hier. Hier ist ja lustig. Oh, ich stehe mitten im Feuer. Ich kann mich nirgendwo verstecken. Ach, gut. Na, jetzt ist mir auch egal hier. Bam! Ey, die Waffe ist voll geil. Die umfasst sehr viel Magazin. Bam. Wow. Jetzt aber immer noch 500 Munition. Ich glaube, die zieht nicht jetzt so viel unbedingt, aber... doch. Aber im Vergleich zur Munition. Nicht schlecht. Pecht, ne? Hey, was denn? Wo denn? Ach, da unten. Moin. Schluss jetzt mit den Spielereien. Ich muss meinem Vater in die Augen sehen. Ich will hören, wie er das alles hier rechtfertigt. Hey, ich will die Munition da. Danke. Achso, es zieht gleich 5 Schuss. Oh. Naja, egal. Geht schon. Da ist er ja. Sie sind hier. Ich wusste, dass eine ordentliche Truppe es problemlos schaffen würde. Tut mir leid, dass die Mechs ihre Panzerung ein bisschen in Unordnung gebracht haben. Ich besorge Ihnen was Hübsches, wenn wir wieder im Gebiet der Allianz sind. Ich erwarte nicht unbeträchtliche Gehaltsnachzahlungen. Was ist mit Ihrer Crew? Amtierender Captain. Total Verlust. Die giftige Nahrung hat sie alle durchdrehen lassen. Sie haben mich bei einer Art Ritual hier aufgestellt. Es war die Hölle, auf eine Chance zu warten, endlich ein Signal absetzen zu können. Was Besseres fällt Ihnen nicht ein? Lassen Sie immer zu, dass Ihre Leute Widerworte geben? Wer sind Sie überhaupt? Commander Shepard von der Normandy. Mr. Taylor kennen Sie ja vermutlich schon. Taylor? Jacob? Nein, nicht Jacob. Warum nicht? Was hier 10 Jahre lang abgelaufen ist, würde auf niemanden in der ganzen Galaxie anders wirken. Du musst verstehen, das bin nicht ich. Die Erfordernisse eines Führungspostens verändern dich. Und ich war dafür noch nicht bereit. Ich habe dafür gesorgt, dass du alles Nötige weißt, bevor ich wegging. Ich hatte gehofft, damit wäre es erledigt. Mit mir kann man wirklich reden, Captain. Aber 10 Jahre? Was ist geschehen? Verdammt nochmal! Warum hast du das deiner Crew angetan? Es gab Widerstand gegen den Plan. Eine Meuterei. Wir mussten hart durchgreifen, um Ordnung zu halten. Und die Dinge haben sich wieder beruhigt. Als der Verfall losging, haben wir dafür gesorgt, dass die Crew es bequem hatte. Manche schienen sogar zufrieden zu sein als vorher. Unwissenheit ist ein Segen, richtig? Und sie waren dankbar dafür, dass sie geführt wurden. Es war wie ein Instinkt. Mit totaler Autorität war es einfach. Zunächst. Nach einigen Monaten senkte der Effekt alle Hemmschwellen. Sie wollten ein Revier. Rang und Vorschriften bedeuteten ihnen nichts mehr. Wir mussten ein Herrschaftssystem etablieren. Nach einer Weile war anscheinend alles wieder normal. Ist das alles? Du hast einen Harem geschaffen und König gespielt. Und 10 Jahre lang in einer Pubertätsfantasie gelebt? Ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt plötzlich alles schief ging. Aber als das Signal bereit war, schien es mir keine gute Idee mehr zu sein, die Vorfälle publik zu machen. Wir können diesen Leuten helfen. In ein paar Tagen können Cerberus Schiffe hier sein und alle wegbringen. Er ist den Treibstoff nicht wert und auch nicht die Luft, die er atmet. Er kann von Glück sagen, dass er es nicht mal wert ist, dass man seinetwegen den Finger am Abzug krumm macht. Ich weiß nicht, wer du bist. Der Vater, den ich kannte, bist du jedenfalls nicht.
Wir bringen ihn vor ein Allianzgericht. Für jedes Jahr hier wird er 10 bekommen, in denen er über alles nachdenken kann. Er wird alle Zeit der Galaxie brauchen. Denn wer so etwas tut, hat keine Ahnung mehr von richtig und falsch. Tut mir leid, Jacob. Ich habe mein Bestes getan. Vor 10 Jahren hätte ich das noch geglaubt. Ich schätze, das wäre mal ein Fall für die Super Nanny, ne? Nein, ist es nicht. Ben. Gut, Leute. Ich hoffe, jetzt kommt nicht allzu lange Cutscene hier wieder am Ende. Na, das war klar. Allianzschiffe sind auf dem Weg hierher, um Captain Taylor und seine Crew abzuholen, Commander. Bis sie ankommen, sind wir längst weg. Sie sollen nicht mal unsere Rücklichter sehen. Wird gemacht. Das hat Rücklichter. Was heißen? Sie waren es nicht. Jacob, wenn ich die Information über die Gernsback hätte durchsickern lassen, würde ich angesichts ihrer Lösung der Situation jetzt lächeln. Ich lächle aber nicht. Nichts passiert auf diesem Schiff, meinem Schiff, ohne einen Bericht darüber an Sie. Ich hatte genauso wenig Veranlassung zu glauben, dass Jacobs Vater noch lebt, wie er selbst. Aber es freut mich zu erfahren, dass Sie die Situation gemeistert haben. Also schön. Sie waren es nicht. Wer dann? Ich war's. Das passt. Wer sonst hat Zugriff auf die Kanäle von Cerberus? Es war nicht mal geheim oder so, nur seltsam. Es gab mal eine Zeit, als das für sie von Bedeutung war. Die Information loszuschicken war wie das Einlösen eines alten Versprechens. Und ich halte meine Versprechen. Miranda, wir besprechen Ihre liberale Auslegung des Sicherheitsprotokolls unter 4 Augen. Shepard? Jacob? Kommen Sie, wir haben noch einiges zu tun. Zu Befehl, Commander. Shepard, danke für die Hilfe. Jederzeit, Jacob. Okay, Leute, tut mir leid wegen dieser derben Überlänge, ja. Na, was heißt tut mir leid? Ihr freut euch ja dran, ne? Aber egal, Yeah. Okay, Leute, ich muss jetzt ganz schnell den Part beenden, denn ich habe wieder übelst Überlänge. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss.